Ja, willkommen zurück zu Lufia für das Super Nintendo und ich... ja, es geht jetzt weiter. Wie ihr sehen könnt, haben wir ein neues Gruppenmitglied hier. Nämlich ist das Artea, die erst auf Level 38 ist. Naja, so. Ja, Lexis ist wieder zurück ins Labor von Merkur gegangen, um ja, etwas gegen diese Verschmutzung zu unternehmen. Denn dieses Labor leitet ab ja, giftige Stoffe ins Abwasser. Und das ist natürlich nicht gut. Und darum möchte Lexis sich jetzt aktuell kümmern. Ja, Twixer, die, würde ich jetzt mal sagen, Dorfvorsteherin dieses Dorfes hier, wurde entführt und zum Weihetempel gebracht. Und dahin werden wir uns jetzt auch begeben. Ja. Übrigens ist Artea eine Elfe. Und wir haben neue Gegner hier. An denen kann ich ja mal die neuen Zauber ausprobieren, die wir bekommen haben. Kukatoris. Okay. Kukatoris, ja. So, was haben wir denn hier alles an Zauber? Moment. Nehmen wir mal den Donner. Genau. Und Selan nimmt den Drachen. Guy greift normal an. Und sie nimmt hier Nodaba. Oh, sie hat auch schon Valor. So, wenn die ordentlich mit Zauber eingehen. Oh, die hat eine sehr hohe Bewegung. Da sie, obwohl sie weit viele Level unter uns sind, ist... darf sie trotzdem zuerst angreifen. Ja, die Zauber sind beeindruckend, nicht? Ach so, apropos Zauber. Ich muss noch mal kurz mich wohin warpen. Und zwar einmal nach Tarika. Um dort Serum für Artea zu kaufen. Vielleicht Narkose auch noch? Ja, komm, nehmen wir das auch noch mit. Und dann einmal nach Clamento, um Erlösung zu kaufen. Weil das ja zwei Zauber sind, die man ja gut verwetten kann jetzt. Im Hinblick auf ja, Vergiftung und Paralyse. Das ist ganz gut, wenn sie jetzt auch diese Zauber beherrscht. So, kommen Zauberladen. Ja. Flucht hat sie auch, ne? Ja, Erlösung. Ja, einfach Erlösung noch und dann haben wir's. Dann können wir uns zurück zum Elfenhain warpen. Ja, das musste natürlich sein. Habe ich Lexis ja auch gegeben, diese beiden Zauber. So. Ja. Einmal bitte zum Elfenhain. So. Ja, gen Süden müssen wir jetzt hier zum Weihetempel. Und der befindet sich... ah, wieder die Kukatoris-Viecher. Diesmal greifen wir die normal an. Oh. Ja gut, Selan macht ja viel Schaden aufgrund ihres Polschwertes. Ah, Artea. Pickorgie, was? Ach, Scheiße. Nee, das war gut, weil ich weiß ja, dass Artea zuerst angreifen darf. Deswegen habe ich ihren Angriff auf den Gegner hier, auf den anderen Gegner gesetzt. Oh, hier, viele Level-Ups. So, dann auf jetzt hier in den Weihetempel. Und hier warten wieder neue Gegner auf uns. Einmal Echsenprinz. Oha. Ah, scheiße, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, dass er mehr Schaden macht, dann hätte ich seinen Angriff
auf einen einzelnen Gegner gesetzt. Ah, shit. Naja, gut. Aber die sind erledigt auf jeden Fall. Oder, ja, also der eine ist ja schon erledigt, jetzt der andere auch noch. Seelan macht da ganz schön wenig Schaden, aber die sind dann wahrscheinlich schwach gegenüber Feuer. Und ich muss tatsächlich jetzt hier... Stark reicht aus. So, so, so. Und ich, ja, ich weiß, worum es sich hierbei handelt. Um Liebeswürger. Und die dürfen dreimal angreifen. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall mit... Feuermagie arbeiten. Phönix. Okay, machen wir so und du greifst... Machen wir Phönix hier. Da. Ja, den so an. Ach ja, Valor kann ich euch auch mal demonstrieren. Ne? Das habe ich glaube ich noch gar nicht. Auch nicht in der Ahnhöhle. Na gut, das werden wir dann... Oh! Gut, die halten zum Glück nicht so viel aus. Da reicht es eigentlich aus, wenn einer nur diese Magie verwendet gegen... über diese Liebeswürger und Maxim greift mit dem Schwert an. Gut. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so viel Schaden mache. Oh. Oh. Oh nein. Jetzt kommt das. Oh, jetzt muss ich erstmal hier, ja, den richtigen Weg entdecken, indem ich hier, ja, mich von Pfahl zu Pfahl hangele. Ist es hier auch schon sogar richtig gewesen? Um jedenfalls zu einer Schatzkiste zu kommen. Nee. Ich glaube, hier bin ich... Ah, doch noch nicht so verkehrt. Oder doch. Ja, man muss hier jetzt erstmal gucken. Ah, Mist. Nein, die sind wieder da. So. Erstmal gucken, wie ich hier, ja, wo ich jetzt hier hinschwingen, mich hier hin hangeln soll. Das ist nicht so ersichtlich. Ah, hier, wo geht's denn hier hin? Als ob. Als, Moment mal, aber ich habe ja. Ich muss euch ja einige Gegner zeigen, ne? Gargoyle, gegen die wir ja eben, gekämpft haben. Oh, sogar noch. Oglins hier. Oh. Die sind, glaube ich, noch gefährlicher als diese Gargoyles, oder? Das kann ich aber jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Oh! Die Gargoyles halten plötzlich nicht mehr so viel aus. Ja, ist klar. Und als Bossgegner haben die extrem viel ausgehalten. Naja, gut. Das sind dann, waren dann eben spezielle Gargoyles. So. Was? Was habe ich eben gefunden? Moment. Ah, scheiße. Ego-Schrauber. So. Muss mal wieder sortiert werden hier. So, Echsenprinz kennen wir ja schon. Aber die Schlange hier. Oh! Korridras. Ach, herrje. Ich greife jetzt mal so an. Okay. Allzu viel scheinen die nicht auszuhalten. Ah, gut, dass du den angegriffen hast. Dann haben wir nur noch einen übrig. Verderbnis. So. Dann nur noch das Vieh da unten. Die anderen kennen wir ja schon jetzt. Ach, das sind diese Kokatoris-Viecher hier. Diese Hühner oder Hähne oder was auch immer. Okay. Gut. Ja, das ist dann so eine Art ja, Weg mit vielen Gegnern. Ach, scheiße. Das ist verkehrt hier. Ah, Mist. Aber Moment mal. Ich muss mal kurz was nachschauen. Wenn ich jetzt... Moment mal, wenn ich jetzt die Säule dahin schiebe, dann kann ich mich dahin hangeln und dann komme ich auch hier hin, ja. Okay, ich habe was entdeckt, was ich jetzt machen werde. Also noch einmal hier, so, so und dann
So, jetzt muss ich aufpassen. Die Säule... Ja, die schiebe ich hier ganz hin. Dann geht's hier hin. Und so hin. Hallo. So. Ja. So. So. Und so. Da kommen wir hier hin. Mal gucken, was uns... wo wir hier hinkommen. Lebenspanzer. Na. Das ist doch bestimmt eine gute Rüstung für Maxim. Ja. Komm, nehmen wir einfach mal hier. So. Okay. So, hätten wir schon mal eine Sache gefunden. So, und jetzt können wir uns ja mal in die andere Richtung hangeln. So, also heißen hier, hier, hier. Ja, jetzt weiß ich, ich gehe erstmal hier hin. So. Nein! Nein, 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 nein. Oh. Obwohl, ist es wahrscheinlich richtig, oder? Boah, was ist das denn? Eisengolem. Na, da können wir doch ganz gut ihr Phönix verwenden. Sogar vielleicht zweimal jetzt hier. Und das wird wahrscheinlich auch ausreichen, weil Eisen schmilzt ja, ne? Was heißt schmilzt? Na gut, was heißt schmilzt? Das ist ja ein leitende, also wärmeleitend, weil es ja Metall ist. Aber ab einem gewissen Grad schmilzt es und ja, das war wohl nicht genügend. Also es war nicht heiß genug, um die zu schmelzen. Deswegen greifen wir fortan mit den Waffen an. Maxim hat ja nun auch nicht so viel Schaden gemacht. Mal gucken, wie es jetzt ist mit Celan und ihrem Polschwert. Auch nicht so viel. Oder die haben allgemein eine hohe Abwehr. Das kann natürlich auch sein. Okay. Den Schlüssel haben wir auch schon mal. So. Was bringt mir das, wenn ich jetzt das mache. Ah. Ah, okay. Moment, wenn ich jetzt da bin. Ja, was bringt mir das denn, wenn ich das jetzt dann noch oben gesetzt habe? Ich muss, glaube ich, erst einmal da hinten hin. So, jetzt bin ich hier. Und? Ja. Erstmal nach unten. Ich muss nämlich erstmal die Säule dahin schieben. Mann, was für ein komplizierter Kram hier. Also erstmal hier. So, so. Nee. So. Hallo. So, jetzt habe ich die Säule dahin geschoben. Dann geht es jetzt erstmal hier wieder entlang. So. Jetzt komme ich hier hin. So, was bringt mir das? Achso, dann komme ich jetzt dorthin. Und weiß ich, geht es hier jetzt weiter, oder? An sich möchte ich ja hier hin, aber... Ach, vielleicht komme ich von hier aus dahin. Von dieser Treppe aus. Ah, ja, ja, doch. Das ist tatsächlich so. Okay. Jetzt habe ich hier die Stacheln weggemacht. Okay, und dann... habe ich hier den Raketenring. Ich denke mal, der erhöht die Bewegungswerte. Gucken wir mal, ob er besser ist. Tatsächlich. Als der Jaguarring. Gut, dann ersetzen wir den Jaguarring durch den Raketenring. Okay. Aber ich will hier ganz gern nochmal hin. Ach, shit. Ah, deswegen also. Deswegen kann man hier von hier aus da runter. Wo muss ich denn nun letztendlich hin? Dahin muss ich. Das heißt, ich... Moment, jetzt ist... Weil ich ja die Treppen gegangen bin, hat sich das wieder resettet, ne? Die Säulen sind wieder am ursprünglichen Ort, ne? Ja, Tatsache. Diese Säule hier auch, somit. Das... ziemlich ausgefuchst hier. So, und
So, dann wollen wir noch mal gucken, was sich hier noch befindet. Ach shit, der hat sich umgedreht. Naja, okay. Und das sind natürlich immer vier, ne? Wie soll es auch anders sein? Shit. Ich habe vergessen, dass Arte ja zuerst angreift. Na, obwohl, das macht nichts. Das macht nichts. Maxim hat ja nicht so einen hohen Angriff gegenüber den Oaklins. Nudelholz, ja genau. Fran, hol mal das Nudelholz raus. Okay. Und schon wieder ein Ego-Schrauber von denen bekommen. So, jetzt muss ich mal gucken. Evo konnte man hier, glaube ich, sich runterfallen lassen. Okay, hier war das. Alles klar, und dann kommt man da weiter. Oder? Hier so jetzt. So. So. Oh, wieder diese Echsenprinzen. Aber da weiß ich ja jetzt, dass die gegenüber Feuer ja anfällig sind. Deswegen habe ich Maxim auf einen Gegner angreifen lassen. Tornado, jo! So, das war's jetzt auch mit ihm hier. Okay. Auch interessant. Oh je. Yeah. Die halten ja zum Glück nicht so viel aus, die Korydras. Wieso greift er jetzt vor Selan an? Achso, weil er den Raketenring hat, der ja seine Bewegungswerte erhöht. Ja, genau, stimmt. Aber jetzt habe ich zwei von diesen Korydras. Aber gut, die machen ihn auch nicht so viel Schaden. So. Und ich kann euch ja jetzt mal Valor demonstrieren. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Und das ist auch ein sehr beeindruckender Zauber. Ja, wir bekommen sehr viel Lebensenergie zurück und der Valor erweckt auch dahingeschiedete Teammitglieder. Ah, ich darf zuerst angreifen. Sehr schön. Dann machen wir einfach so. So. Kriegen wir schon alles gut hin hier. Oh. Hab ich das gewusst? Na gut, sehen wir. Hat nun auch nicht so einen hohen Angriff. So, einfach immer draufhauen hier. Athea hat aber jetzt ganz schön wenig Schaden gemacht. Bin ich gleich gewohnt hier. Eben machte sie weitaus mehr. Schattenmacht! Boah, ich dachte, das wäre jetzt ein Instant-Death-Zauber, also der einen Instant-Killt. Sowas wie Fokus oder Verderbnis oder sowas. Nein, die Verderbnis ist ein physischer Angriff von Fran. Okay. Oh, was ist das? Tartona. Die sehen aber auch interessant aus. Haha, sehr gut. Eisengolem haben wir ja schon gekämpft. Da die so viel aushalten. Ja, es habe ich jetzt keine Lust gegen die. Oh, wie der Krokatoris hier.
die halten auch so viel aus. Was ist denn das, bitte? Pickorgie hier. Oh! Mattia ist paralysiert. Ja, hallo. Jetzt reicht's mir aber hier. Seid ihr alle dran hier? Sag mal. Ach, Seela macht ja mehr Schaden bei denen, ne? Aufgrund des Polschwertes. Ah, shit. Ich hätte sie... Ja, genau. Ja, da kann Seela den hier angreifen. So. Natürlich darf der Vorgei. Verderbnis, sehr schön. Weg mit den Viechern. Okay. Ja, dann geht's hier weiter. Oh, hier wieder Sargnagel und... Nee, Quatsch. Tatona. Ah, jetzt habe ich die stärkere Version von denen gespoilert. Also vom Namen her. Ja, es gibt diese Viecher gibt es noch mit einer anderen Farbe und einem anderen Namen. Der da Sargnagel lautet. So, ich denke mal, ich sollte auch allmählich mal den Part beenden. Oder? Ach komm. Den Dungeon will ich noch fertig. Oh Gott, nein. Nein! Ach komm, ich greife einfach normal an, so. Die halten so viel aus. Ich habe keine Waffe, die gut gegen diese Eisengolems wirkt. Na gut, wenigstens eine von Visionen. Warum mussten das denn nicht wieder drei sein? Warum immer so viele? Warum immer so viele Gegner in einem Kampfbildschirm? Gut, das gibt mehr Erfahrungspunkte und mehr Geld, aber dennoch. Es lähmt einfach nur an. Wenn man gerade keine Lust hat. Besonders diese Eisengolems sind so nervig. Und warum sind sie wohl nervig? Hä? Warum sage ich das wohl? Ja. Seht ihr ja selber, weil das so sich so zieht, gegen die zu kämpfen, ey. So. Und hier können wir auch den Hammer verwenden, denke ich mal. Haha. Oh, was ist das? Moment mal, geht's denn normal weiter, oder was hier? Erstmal, hör gut zu und lausche der Melodie, es ist besser, du vergisst sie nie. Moment. Ich glaube, ich muss von den tieferen Tönen zu den höheren Tönen, ne? Moment. So. So, diesmal nicht, mein Lieber. Yeah, Drachenei gefunden. Ich glaube, dahinter kann man auch noch irgendwas finden, ne? Mal gucken. Ja. Und es war nicht eingerissen. Das wusste ich aber noch, dass es so ist. So. Megapeitsche. Das muss ja eine richtig gute Waffe sein. Aber ich glaube nicht, dass Seelan die... Ja, das Polschwert ist besser. Okay. Aber auch ein interessantes Rätsel, dass man so jetzt von den... Also, dass man da jetzt so eine Tonleiter spielt. Oh, komm. Nerv nicht rum. Na gut, gegen den muss ich, weil ich sonst nicht vorbeikomme, oder? Na doch. So, Schlüssel benutzt. Und das ist ja wohl... ziemlich einfach. Wirst du jetzt die Tür öffnen? Hinter dieser Tür liegt der geheiligte Raum. Seine konzentrierte Energie stärkt Geist und Seele. Glaubst du wirklich, dass ich dir, dessen Herz schwarz und böse ist, diese Türe öffnen werde? Du hast die Wahl, öffne die Pforte und lebe oder weigere dich und schmore in den Feuern der Hölle. Du kennst meine Antwort, ich kann dir die Tür nicht öffnen. Sag mir, wie kann es sein, dass du keinen Widerstand leistest und dich beugst? Hätte ich Widerstand geleistet, so hätte sich dein Zorn gegen die Leute meiner Stadt gerichtet. Was? Gut, da haben die wohl einen kleinen Fehler gemacht, als sie den Text geschrieben haben hier.
Dies ist eine Sache zwischen uns beiden. Es soll kein unnötiges Blut vergossen werden. Welch großmütiger Entschluss. Doch glaubst du wirklich, dass deine Kräfte den meinen gewachsen sind? Ich weiß es nicht, doch ich weiß, dass deine bösen Taten nicht ungesühnt bleiben dürfen. Nicht, Fixer, wenn du deine Kräfte hier einsetzt, dann... Ihr schon wieder, ihr klebt an mir wie Fliegen am Kadaver. Hüte deine Zunge. Schweigt, diesmal werdet ihr meinem Zorn nicht entgehen, keine Gnade mehr. Ah, welch eine Kraft! Was bei allen Göttern der Hölle? Göttern der Hölle, was? Du, der du bist von unreinem Herzen, verschwinde von diesem geheiligten Ort. Diese Kraft, das kann nicht sein. Amon scheint um einige stärker zu sein als Gades. Twixer, nein, Twixer. Athea. Twixer, warum hast du das getan? Du wusstest doch, was geschehen würde. Selbst meine Kraft hat nicht gereicht, um Amon zu bezwingen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich werde ihn richten, Twixer, ich verspreche es. Athea, versprich mir, dich um Dupler zu kümmern. Twixer hat sich geopfert, um sowohl uns als auch ihr Dorf zu retten. Das also war er. Ja, das war Amon. Lasst mich euch begleiten, ich muss das Böse vernichten, ich habe es gelobt. Ich glaube, wir haben uns noch nicht vorgestellt, ich bin Maxim. Hi, ich bin Guy. Mich nennt man Selan. Ich bin Athea. Bist du dir bewusst, dass du im Kampf dein Leben riskieren wirst? Wir kämpfen gegen die Hölle. Für mich gibt es kein Zurück mehr, das Böse muss gerichtet werden für Twixer und Dupler. Ich verstehe, so sei es denn. Herzlich willkommen. Ja, und Athea schließt sich nun endgültig an. So, betreten wir mal diesen Raum hier. Ich glaube, ich bekomme dadurch einige Level-Ups, oder? Warte mal, 61, 59, 59, 44. Die Werte aller Charaktere haben sich erhöht. Na gut, vielleicht nicht levelartig, aber trotzdem haben sich die Werte erhöht. Das ist doch ganz gut. Das kommt mir nur gelegen. So. Ja, dann wollen wir hier mal hinaus. Und dann mit Dupler sprechen. Oh! Steppenfuchs! Oha. Die sind auch richtig gefährlich. Ey! Das kann nicht sein. Oha. Die sind extrem gefährlich. Oh, 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 oh. Dann mach mal hier Champignon hier. Gut, dass Athea vor dem Steppenfuchs darf. Das ist ja übel hier jetzt. Oh, komm. Ach ja, die dürfen ja zweimal, wenn sie gerade mal keine Magie machen. Boah, das war aber jetzt echt übel. So. Gut, dann werden wir mal mit Dupler reden. Athea, wo ist meine Mutter? Es tut mir so leid, ich konnte sie nicht retten. Oh nein! Ich vergib mir bitte, ich habe versagt. Athea! Dupler, bitte vergib mir. Konnte dir meine Mutter helfen, Athea? Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich nicht überlebt. Dann war ihr Tod also nicht völlig sinnlos. Nun kann sie wenigstens in Frieden ruhen. Sind alle Elfen so emotional stark? Was? Das war für sie nicht einfach, ob Mensch oder Elf. Die Trauer bleibt gleich.
Das Licht stürzte im Nordwesten in das Meer. Twixer war überall beliebt. Ich kann es noch gar nicht richtig begreifen, dass sie nicht mehr lebt. Ihr konntet Twixer also nicht retten. Ah! Atia, bitte räche Twixer. Twixer ist gestorben, das kann doch nicht sein. Ich sah die Lichtkugel wieder in das Meer stürzen. Warum ist das Licht in das Meer gestürzt? Gibt es dort ein Geheimnis? Atia, ich werde Twixer rächen, das verspreche ich. Okay, dann wollen wir mal schnell übernachten und speichern, denn... Der Part geht ja jetzt schon so einige Zeit und... Es wird auch Zeit, diesen jetzt auch zu beenden. Es gibt Überwesen, die stärker sind als alles bisher Erlebte. Ja. Okay. Dann, ja, nach diesem traurigen Ereignis geht es im nächsten Part weiter. Vielleicht sind Lexis und Mirko ja schon fertig mit den Arbeiten an Exerions, ja, neue Funktion. Das werden wir dann sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.